so much panic in this town. I'm going deeper underground. There's so much panic in this town. Yeah.
ist schon ganz warm. So, ich glaube, wir können alle ein bisschen eine leichte Abkühlung vertragen, um mal ein bisschen durchzuatmen. Wir sind die Jamiroquai Band, ein herzliches Hallo auch von uns natürlich. Es ist so schön, so viele Köpfe hier zu sehen und zu wissen, da hängt auch noch ein schöner Körper dran. Ich muss das jetzt ja irgendwie ein bisschen füllen hier. Genau, Corner of the Earth, der nächste Song, eine Hymne an das Universum von Jamiroquai, sehr spiritueller Typ übrigens. Da geht einem das Herz auf, wenn es denn dann aufgeht. Also meins ist schon fast auf. Sie brauchen die Stimmung noch. Smile.
doesn't mean. Dankeschön. Nun haben wir was ganz Besonderes für euch heute Abend. Nur das Beste beim Feste. Nein, aber die schönste tschechische Austauschverbindung steht hier neben mir. Pavel. Nein, nein, nein. Olli ist nur sein Deckname. Er heißt eigentlich Pavel Hrlicka. Und Pavel Hrlicka wurde von uns aufgenommen. Und er darf heute einen Gastauftritt bei uns machen. Seid lieb zu ihm. Ja? Schön anlächeln. Wir sind gastfreundlich. Dankeschön, Carina. Seid ihr gut drauf? Oha, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr spielen jetzt. Gut.
Dankeschön. Nun begrüße ich noch einmal den Lars, den zweithübschesten Mann hier auf der Bühne. Nach Henning natürlich. Danke, Olli. Alright, okay. Return of the Mac. Yeah. Bereit, wenn ihr seid. I'm
Und die Menge tobt. Yay! Dankeschön. Super, danke Leute. Wir haben so viele reizende Damen und ich darf immer die Carina Castillo ansagen. Aber das finde ich toll. Es geht mir sehr gut damit, denn Carina ist eine wunderbare Sängerin und dabei kann ich es dann auch belassen eigentlich. Mehr gibt es da nicht zuzusagen. Wir spielen jetzt 7 Days in Sunny June. Wow.
gleich, Carina. Ja, ich darf zu mir bitten, die wir auch schon gehört haben, die wunderbare Carina Jansch. Wir haben heute zwei und darf sich nicht verwirren lassen. Carina Jansch, meine Damen und Herren. Danke. Wegrennen hier langsam. Wie das für einen Background-Sänger sich so gehört. Auf dem Mikrofon steht Pope. Da? Ah.
schön. Mensch, das ist ja ein Träumchen hier. Ich komme überhaupt nicht klar. So, jetzt sind wir leider schon am Ende des Abends. Also wir sind noch nicht am Ende des Abends, aber am Ende des live-musikalischen Abends. Ihr wisst ja, alles hat ein Ende, nur... Ja, danke schön. Wir lernen das im Studium, wir müssen das Publikum mit einbeziehen. Das war ein bisschen flach jetzt von mir. Ich kriege heute eine Note übrigens. Wo ist denn der Professor Dr. Köthe? Das war ein Sternchen jetzt gerade. Oh Gott. So, wenn ihr mich morgen unter der Brücke sitzen seht, habe ich eine schlechte Note bekommen. So, der nächste Song ist für alle Bad Girls unter uns. Und die Bad Girls, die melden sich nachher bei Olli Herlitzka. Pavel Hrdlicka, ne? Unser netter Austauschstudent aus Tschechien. So, Bad Girls, Jamiroquai. Ladies, ihr dürft auf jeden Fall zeigen, was in euch steckt. Ich sag's niemandem weiter. Okay! Ja. Und ihr dürft euch auch ein bisschen bewegen. Der Gott hat uns Extremitäten gegeben. Besteht. Ihr könnt euch nachher gern bei mir melden. Ich leite das dann weiter. Aber wir haben ja noch so viele andere schmucke Jungs in der Band. So, ich fange mal an mit denen, die man zwar am lautesten, also meistens hört, aber die sich eher im Hintergrund halten. Unsere Bläserfraktion, der Tobias an der Posaune. Der
Matze an der Trompete. Und die lieb reizende Anne am Saxophon. Mensch, ist es toll hier. So, weiter geht's mit der bezauberten Lena am Keyboard. Habe ich die ganzen Frauen durch, meine Background-Sängerinnen, die heute extra gekommen sind, um mich zu begleiten bei meinem Konzert. Nein, okay. Die bezaubernde Namensvetterin Carina. Und die Herzensdame Chandra. So, und Mädels, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wir haben hier einen absolut feinen, gut ausgebildeten. Er ist gut ausgebildet, er ist nämlich Schulmusiker. Das heißt Beamtenstatus und fette Rente. So. Der Max Renius am Keyboard für euch. Pavel hat schon genug Nummern einkassiert, den brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Am Schlagzeug die ultimativ rhythmisch geile Sau, Rami! So, und jetzt teilt sich die Menge hier mal ganz kurz. Wir müssen dem Bobby auch mal die Möglichkeit geben, zu zeigen, was er kann. Kannst du mal ein Shaker-Solo machen? Register. Sogar die Triangel. Nee, ich flipp aus. So, der Bobby am Percussion-Set für euch. Und last, but never least, ein Gott auf der Bassgitarre. Mensch, Andi, ein Applaus für dich, einen riesengroßen. Ich hatte ja das Vergnügen, Loro ein Interview zu geben mit dem Andi. Ich kann euch sagen, der quasselt wie ein Wasserfall. Das würde man gar nicht denken. Na gut, so. Jetzt sind wir aber durch mit dem Ganzen. Jeder hat was bekommen. Are you ready for the Finale? Und das Allerbeste kommt natürlich zum Allerletzten. Also nicht zum Allerletzten, aber zu unserem Schluss. Und zwar ein allerherzliches Dankeschön an den Philipp, an der Technik.
dass du dich so um uns gekümmert hast und immer ein offenes Ohr für uns hattest. Okay, und dann noch an den anderen Philipp, ich meine, wir haben heute nur Doubles da, das ist ja inflationär, diese Namen, an den Philipp Kretzer, der die ganze Videotechnik gemacht hat und den Sound. Herzlichen Dank dafür. Und wo ist eigentlich unser Dozent Andreas Gumoll? Kannst du mal winken? Mensch, Andreas, wir sagen allerherzliches Dankeschön, dass du uns diesen Abend geschenkt hast, uns allen diesen Abend geschenkt hast. Und wir sind wirklich sehr dankbar und wir freuen uns einfach riesig, dass wir das machen durften. Ich glaube, es war wirklich ein schöner Abend, oder? Ja. Ich hoffe, du kannst heute Nacht gut schlafen.